Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins in dem Add-on Awakening. Hier ist die Goretti und da stehe ich nun in Vigils Wacht und ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Ich habe ja ein paar Geschenke gefunden, die möchte ich uns ganz gerne verteilen. Ich erhoffe mir da zwar nicht viel von. Dann werde ich was verkaufen, das mache ich allerdings offscreen. Aber den Weg wollte ich euch nicht ersparen des Reingehens, weil es passiert ja ganz oft, man geht hier rein und dann triggert ein Gespräch. Ist jetzt in diesem Fall nicht passiert, wie gesagt, ich werde jetzt offscreen eben ein paar Dinge verkaufen und ein bisschen Inventarmanagement betreiben und danach gehen wir natürlich mit unserem kleinen Nathaniel im Schlepptau auf jeden Fall nochmal nach Emerenth hin. Also bis gleich. Jo, es war ja gar nicht mehr so viel, was ich hier noch machen musste, von daher ist das schon ganz gut. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Geschenken, wobei ich mir bei dem einen Geschenk, was ich da im Inventar habe, nicht wirklich was von verspreche. Ach, was ich gekauft habe, waren auf jeden Fall nochmal so ein paar Heilsalben. Ja gut, wo ist es denn? Einmal Hyrules Lavaschwall. Das ist sicherlich was für unseren Orgrim, wobei das nicht mehr viel bringen wird bei Orgrim, das glaube ich nicht. Er soll es trotzdem bekommen, hier, Orgrim. Ja, das sieht nett aus. Nicht wahr? Das sieht nett aus. 68 zugetan, weiß der Himmel. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendetwas mit hinkriege. Und diese Vase, na, steht ja auch, glaube ich, drauf, Familienwappen der Haus. Ja, dann geben wir sie ihm doch nochmal dem guten Nathaniel, wobei Nathaniel uns ja abgeschickt. Das ist nett, danke. Liebt mittlerweile, oder? Naja, fast. Gut, dann würde ich sagen, was ihr mir auch geschrieben habt, ist, dass ich hier im Lager irgendwo noch eine Verkäuferin dazu bekommen habe. Hier ist sie jedenfalls nirgendwo. Das Fass von Orgrim, ja, das packe ich gar nicht mehr an. Der ist wahrscheinlich so schmierig wie Orgrim selber. Sonst sehe ich hier nichts, aber mit kleinen Nathaniel können wir auf jeden Fall nach Emerenth hin. Deswegen nehme ich ihn auch mit. Und ich nehme die Venala mit und nehme mal den Orgrim mit. Mal gucken, ob das noch was bringt in irgendeiner Art und Weise. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. So. Ah, ja. Ich habe mich möglicherweise falsch eingeschätzt. Nur möglicherweise? Ich neige manchmal dazu, alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Solange es ein derart hübscher Kamm ist, stört mich das nicht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Ich will damit sagen, dass ich euch für eure Entschuldigung danke, Herrin. Oh. Also gut. Ich glaube, der kleine Nathaniel hat sich in die gute Venala doch ein bisschen verguckt, oder? So, und da ist er doch, Lilith. Erinnert ihr euch an mich? Ich bin die Händlerin, der ihr geholfen habt. Herrin Woolsey und ich haben eine Vereinbarung getroffen. Ich versorge die anderen Händler hier mit neuen Waren. Der Erbauer segne euch, Sir. Oh, ich danke dir. Du versorgst also unsere Händler mit neuen Waren. Herrin, ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ja, lass doch mal sehen. Was hast du denn Neues dazu gekriegt? Aber natürlich. Hast du was Besonderes dazu gekriegt? Sag mal. Unter Umständen ein richtig geiles Schwert etc. pp. Also hier sehe ich nichts. Ich gucke vor allen Dingen nochmal nach Geschenken. Aber nein. Gut, dann würde ich sagen, komm, auf geht's nach Emerenth hin. Mal schauen, was da noch so passiert. Ich hoffe, dass wir den... nein. Da ist noch eine Holzkiste. Dann klabberste ich doch nochmal diese Truhen ab. Zum einen gibt es Loot, der nicht wirklich viel bringt. Aber irgendwie gab es ja auch plötzlich ein Reden mit irgendwelchen... Ja, wie zum Beispiel der Gärtner, der plötzlich auftauchte, ne? Aus dem Nichts. Und mit Nathaniel sprach. Ja, in Ordnung. Ja, gut. Gut, dann können wir auch wieder zurück.
Auf geht's. Amaranthin, ich komme. Ja, bitte. So, dann bin ich mal gespannt. Also sie soll, Nathaniels Schwester soll angeblich mit einem Händler verheiratet sein. Das kann ja überall sein, ne? Wenn ich sie nicht relativ schnell finde, Flüchtling, alles nur Flüchtlinge, Dorfbewohner, Stadtwachen. Marshal Aidan, kannst du mir da wir was dachten zu schon, sagen? Wir würden diese schmuggelnden Ratten niemals los. Vielen Dank, Kommandantin. Aber natürlich, gern geschehen, gern geschehen. Können wir mit irgendeinem der Händler reden und das Ganze... Wer bist du? Delilah? Nee. Bist du das wirklich? Ach, Nathaniel, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Es muss schwer für dich gewesen sein, Delilah, aber du hast etwas Besseres verdient. Komm zurück aufs Anwesen, bis wir etwas anderes gefunden haben. Was? Oh, Nathaniel, ich habe Albert nicht aus Verzweiflung geheiratet. Ich liebe ihn. Ich war so froh, Vaters Welt des Bösen entfliehen zu können. Dieses Leben ist so viel besser. Vaters Welt des Bösen? Übertreibst du da nicht ein bisschen? Er ist in den Sog der Politik geraten. Du warst nicht hier. Du hast nicht mit angesehen, was er getan hat, Nathaniel. Willst du wissen, wer die Schuld am Untergang unserer Familie trägt? Er. Er ganz allein. Das wusste ich nicht. Natürlich wusstest du es. Aber du hast Vater immer verehrt, schon seit du ein kleiner Junge warst. Aber komm, Bruder, wollen wir uns nicht setzen und ein wenig plaudern? Sie will, dass ich wiederkomme, sobald wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Sie möchte, dass ich ihren Mann kennenlerne. Und sie erwartet im Frühling ein Kind. Sie scheint glücklich zu sein. Sie hat gesagt, unser Vater habe den Tod verdient. Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh Mann. Ja, er hat den Tod verdient. Das ist es. Ist tatsächlich so. Und Radegundis war ja diejenige, die den Streich gezogen hat. Ihr müsst darüber hinwegkommen. Ja, natürlich. Glaubt ihr etwa nicht? Ich dachte immer, er habe seine Gründe gehabt. Immerhin war doch Krieg bei Andraste. Bevor ich in die freien Marschen gegangen bin, war er niemals... Wie konnte er sich nur so sehr verändern? Es ist nicht eure Schuld, Nathaniel. Was wäre gewesen, wenn ich nicht fortgegangen wäre? Oh Mann. Es war zwar nicht meine Entscheidung, und dennoch... Ich wünschte, ich hätte einige dieser Dinge früher erfahren. Ich komme mir so dumm vor. Aber kümmern wir uns wieder um unsere Aufgaben. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Das scheint wohl so zu sein, du Gütigster. Auf jeden Fall plus 6. Nathaniel stimmt uns trotzdem noch einmal zu. Das ist doch schön. So, und dann würde ich ganz gerne hier nochmal. Längst begrabene Vergangenheit. Da haben wir nämlich doch tatsächlich nochmal für den Knorrenwaldhügel eine, sag schnell, eine Quest gekriegt. Suche in Amaranthin nach den Unterlagen über Darren Lyle. Du hast in Knorrenwaldhügel einen alten Brief gefunden, der dir verraten hat, dass ein Schatzsucher namens Darren Lyle in der Schlucht etwas gefunden und es dann nach Amaranthin gebracht hat. In der Kirche in Amaranthin könnte es Unterlagen geben, die dir verraten, was Darren Lyle gefunden hat. Na dann, lass uns doch mal in die Kirche gehen. Tja, dass ich diese Kiste erst in der letzten Folge irgendwie gefunden habe, das verwirrt mich. Als ihr über diesen hübschen Kamm gesprochen habt, meintet ihr da mich? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es das erste Mal war, dass euch jemand hübsch genannt hat. Und wenn doch? Dann unterhaltet ihr euch vermutlich nicht mit besonders vielen Leuten. Die meisten Leute sind es nicht wert, sich mit ihnen zu unterhalten. Na, was läuft denn da zwischen euch beiden Süßen? Das klingt doch super. Ah, schön. Die Anschlagtafel. So, dann lass uns mal hinein, warte, aber nicht ohne vorher.
wie immer schnell einen Schnellspeicher zu setzen. So, und wo hier in der Kirche soll ich jetzt suchen? Aufzeichnungen, da haben wir sie doch schon gefunden. Aber selbstverständlich. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Darren Lyle... Das geht immer so schnell. Den Unterlagen der Kirche zufolge hat Darren Lyle bis zu seinem Tod in einem kleinen Haus außerhalb der Stadt gelebt. Möglicherweise ist sein Schatz noch dort. Außerhalb der Stadt. Na dann gehen wir mal mit der kleinen Truppe nach außerhalb der Stadt. Ich bin ja schwer gespannt. Genau so wird es geschehen. Jawohl, Radegundis, und nicht anders. So langsam habe ich mich an Radegundis etwas merkwürdige Stimme dann doch gewöhnt. Ja, es ist auch aufgenommen worden, dass ich mich nicht mehr so oft so lustig mache über Radegundis Stimme. Sie ist mir halt ans Herz gewachsen und ich werde sie vermissen, meine kleine Radegundis. Oh Mann. Aber das Gute ist ja, ne, ich habe ja Backups etc. pp. Ich kann Radegundis jederzeit, irgendwas mit Erde, jederzeit wieder zu mir holen. Festgedrückte Erde. Ring der Raffinesse. Super. Was war das? Ich hatte einen Stufenaufstieg. Na klar doch. Warum auch nicht? Radegundis hatte einen Stufenaufstieg. So, dann lass mal gucken, Radegundis. Was kann ich dir denn jetzt hier überhaupt noch geben? Was möchte ich dir überhaupt noch geben? Hier werde ich wahrscheinlich, ich denke, hier auf Dings gehen, auf die, sag schnell, Fitness. Das denke ich schon. Gibt es irgendein Talent, das ich besonders steigen möchte? Geist, Reichweite selbst. Der Schurke verschmilzt vollständig mit einem Schatten, wodurch er kurzzeitig allen physischen Angriffen entgeht. Das ist doch super. Ja, ich denke, ich kann da frei walten und schalten. Dann gebe ich dir nochmal Klugheit und einen auf Stärke oder Geschicklichkeit. Stärke ist okay. Ist okay. Geschicklichkeit habe ich auch von 50, das passt doch prima. Hier einen drauf und den machen wir dann noch. Es passt hier nichts mehr rein. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, es passt hier nichts mehr in diese Leiste rein, das ist ja echt irre. Dann pass mal auf. Machen wir den Geist mal hier in die Nähe des Ganzen. Das ist irre. Das ist total irre. Stehlen packen wir mal ganz nach hinten. Habe ich auch lange, lange nicht mehr gemacht, aber es war auch nicht notwendig in letzter Zeit. Ich habe ja auch Kohle genug. So. Dann werde ich das, denke ich mal, tatsächlich das Haus über die Karte finden. Da gehe ich mal von aus, oder? Hof des alten Stark. Ländereien der Dingsbums. Knochenwald. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich gucke mich noch mal ein bisschen in der Stadt um. Also ich sehe jetzt hier nichts. Ich schaue mich noch mal ein bisschen in der Stadt um. Vielleicht ist das ja doch hier irgendwo. Das war wahrscheinlich der Schatz. Okay, alles gut. Alles gut. Wir gehen nach Wiegels Wacht. Ja, das war bescheuert jetzt gerade von mir. Na klar werden wir überfallen. Warum auch nicht? Wir werden von einer Stola angegriffen. Von einer was? Das sind verdammt viele Wölfe. Eine Stola. So nennst du das? Dreckshaufen. Radegundis, wirf doch mal ein bisschen was um dich. Erstmal auf den. Chaka. Und auf die packst du den. Chaka.
und dann hau drauf, wie nix gerade gut ist. Du schaffst das schon. Orgrim ist auch schon voll am Start. Ist das so? Was ist das? Na, wie gefällt dir das? Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. Ja, aber nicht viel, Radegundis. Oder? Siehst schon ein bisschen schrecklich aus. So, dann plündern wir doch mal, was wir hier haben. Ich wette, da kommt noch mal eine Quest bei raus oder so. Nee, eine Verletzungsausrüstung, das finde ich auch ganz okay. Hier ist weiter nichts. Und was gibt es sonst noch? Ich wette mit dir, das waren noch nicht alle Wölfe. Da kommen bestimmt noch ein paar Wölfe. Ich hatte doch noch irgendetwas irgendwo gesehen. Nein. Da! Der alte Dreckshaufen. Ich höre Wölfe. Dolch der dunklen Brut. Ja, danke dafür. Gut, ich glaube, sonst habe ich aber hier nichts übersehen, oder? Das ist wahrscheinlich Weltkarte, 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 Weltkarte und nochmal Weltkarte. Das ist doch schön. Ja, und ich suche mir dann den Ausgang, der kein Ausgang ist, oder was? Doch. Aber selbstverständlich. Jetzt komm, Radegundis, geh weiter. So, ein letztes Gespräch. Ist es wahr, dass die Zwerge am Rande des Abgrunds stehen? Dass die dunkle Brut beständig vor den Toren Orsamas lauert und droht, euch zu überwältigen? Ja, und ja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir Elfen sind nur wenige. Und jeder einzelne von uns ist kostbar. Aber ihr schließt eure Kastenlosen aus und verbietet ihnen, zu den Waffen zu greifen. Ihr habt gesehen, was in Kal Hirol passiert ist. Tja, so ist es nun mal. Die Adelskaste hat eben einen Stock in ihrem gemeinsamen Arsch. Und diesen Stock nennen sie Tradition. Tja, hoffen wir mal, dass Beelen ein bisschen damit aufräumt. Was ich zwar nicht glaube, aber ist okay. So, wir haben ja schließlich Herrn Beelen. Ihr verdient eine Entschuldigung. Habt ihr dabei etwas Bestimmtes im Sinn? Schon in Ordnung. Das ist wirklich nicht nötig. Doch, es ist nötig. Und es ist nicht in Ordnung. Als ich aus den Freien Marschen zurückgekehrt bin, war ich überzeugt, dass meine Familie vernichtet wurde, weil sie im Krieg auf der falschen Seite gestanden hat. Aber mein Vater hatte sich das selbst zuzuschreiben. Nicht irgendwelche Intrigen waren schuld daran, sondern ein einzelner, selbstsüchtiger Mann. Ich hätte es besser wissen müssen. Und woher hättet ihr das wissen sollen? Ihr wart nicht hier. Ich hätte nachforschen müssen, bevor ich gehandelt habe. Ich war einfach dumm und habe wie ein Kind euch und den Wächtern die Schuld gegeben. Und dennoch habt ihr euch als so etwas wie eine Freundin erwiesen. Oder verstehe ich auch das falsch? Nein, ich fände es sehr schön, wenn wir Freunde wären. Gut. Wisst ihr, als ihr mich verpflichtet habt, hätte ich niemals gedacht, dass es mir irgendwann gefallen würde. Aber wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Ich möchte nicht noch mehr eurer Zeit vergeuden. Ihr habt meine Zeit nicht vergeudet, Nathaniel. Ihr habt die Welt wieder zurechtgerückt. Ich könnte ja tatsächlich nochmal versuchen, das Fass anzuklicken, aber... Muss jemand verprügelt werden? Nein, Orgrim. Sagt einfach Bescheid. Nein, Orgrim, es muss niemand verprügelt werden. Und ich würde sagen, ich leite das Ende des Spiels jetzt ein. Hallo, Truchsis. Kommandantin, zahlreiche Lords haben sich eingefunden. Die dunkle Brut hat Armeen aufgestellt. Und die Adligen wollen wissen, wie ihr sie beschützen werdet. Soll ich sie zusammenrufen? Oder benötigt ihr noch Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten? Nein, ruft die Männer zusammen. Wir ziehen in den Krieg. Ich werde unverzüglich Boten aussenden. Oh oh. Ist es denn tatsächlich so? Wird es Krieg geben? Wir haben lange genug gewartet. Diejenigen, die zu spät... Lord Edelbrick,
Dies hier ist der Rat der Kommandantin der Grauen Wächter, nicht der eure. Ich sorge mich einfach um die Dörfer in den Ebenen. Die Dunkle Brut schickt eine Armee in die Schlacht. Und jetzt, wo die Soldaten zur Wacht zurückkehren... Unsere Feinde haben ihr Versteck verlassen. Wir müssen sie aufspüren und zuschlagen. Reißt euch zusammen, mein Krieg fordert eben Opfer. Oh ja, das ist richtig, aber muss man das direkt so sagen? Wir dürfen uns nicht der Verzweiflung hingeben. Das ist kein... Kommandantin! Kommandantin! Was ist, Mädchen? Eine Armee der Dunklen Brut ist in Sichtweite von Amaranthine. Der Erbauer beschütze uns. Sie greifen die Stadt an? Die Truppen in Amaranthine sind seit Wochen unterbesetzt. Die Stadt wird womöglich nicht lange durchhalten. Unsere Truppen kommen nicht schnell genug vorwärts. Ein kleiner Trupp könnte es aber rechtzeitig schaffen. Aber das wäre Selbstmord. Wir müssen es versuchen. Dann werde ich Verteidiger der Stadt. Soll heißen, ich muss es versuchen, richtig. Hier wird es wirklich nie langweilig. Ja, wird es auch nicht, Radegundis. Definitiv nicht. Ich werde gehen, aber wer verteidigt dann die Wacht? Ihr wollt eine Horde der Dunklen Brut bekämpfen und in den fast sicheren Tod gehen? Ich hoffe, ihr denkt nicht mal im Traum daran, mich hier zurückzulassen. Wer soll euch begleiten, Kommandantin? Oh, aha. Mein guter alter Freund Orgrim, der bleibt hier. Gerechtigkeit, der Magier Enders, Nathaniel. Das ist eure Chance, euren... er würde sowieso mitkommen. Das ist auf jeden Fall so. Gut, wen nehme ich alles mit? Ich nehme mit... Gerechtigkeit? So wie es sein sollte. Unsere Feinde werden für ihre Vergehen teuer bezahlen. Das schwöre ich. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Und dann nehme ich tatsächlich Fernkämpfer mit, ne? Nathaniel. Zu Anfang dachte ich noch, ihr wärt einfach nur verrückt, mir den Beitritt zu eurem Orden anzubieten. Aber die Möglichkeit, sich reinzuwaschen, dafür könnte ein Mann mit einem Lächeln im Gesicht in den Tod gehen. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? So, jetzt ein Magier. Entweder Enders oder Velana. Ich glaube, ich nehme Velana mit. Wir werden die gesamte Dunkle Brut niedermachen. Und ich werde erfahren, was sie meiner Schwester angetan haben. Dann ist die Entscheidung gefallen. Und sterbt mir ja nicht weg, Kommandantin. Dafür ist die Legion zuständig. Ich sorge dafür, dass die Biervorräte der Wacht in Sicherheit sind. Und lasst mir noch ein paar von der Dunklen Brut übrig, denen ich die Schädel einschlagen kann, ja? Oh, ich darf nicht mit auf die Selbstmordmission. Das Leben kann ja so ungerecht sein. Aber viel Glück. Kopf hoch und so. Die anderen werden hier die Stellung halten. Möge der Erbauer euch beschützen und leiten, Kommandantin. Ja, ich hoffe euch, ich habe euch genügend Kampfkraft dagelassen. Oh, und ich hoffe, ich habe die richtige Truppe eingesammelt. Wir werden es sehen. Oh Mann. Ah, schön. Jetzt heißt es also, Amaranthine verteidigen. Auf geht's. Oh, oh. Na klar doch. Verfluchte dunkle Brut. Entschuldigt. Guck nicht so erschrocken. Gerechtigkeit stimmt zu, Velana stimmt zu. Och ja, klar. Die haben auch noch einen Stufenaufstieg jetzt gekriegt. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. So, mein Freund, Hurlock Alpha, da gehe ich mal ran. Und dann, Radegundis, auf geht's. Der Truppe geht's hoffentlich gut. Ich greife mal hier vorne weiter an. Erledigt. Du bist Geschichte. Ein weiteres Übel wurde getroffen. Komm her, mein Freund. Die ekelhafte kleine Ratte. Der Truppe geht's immer noch gut.
du willst meine Leute angreifen, das vergiss mal. Okay, sie ist platt. Nathaniel, würdest du bitte einmal so einen starken Trank nehmen? Das wäre mir ein sehr tief sitzender Wunsch. Der ist platt, der ist platt. Du warst einfach zu schwach. Ja, okay, da kommt noch mehr. Alles klar, ich komme, Nathaniel. Schön, dass du sie entdeckt hast. Kann ich schon wieder das Mal des Todes machen? Kann ich nicht. Dann machen wir es das. Komm, Radegundes. Hau drauf, Felix. Sehr gut. Bitte, grauer Wächter, rettet meine Familie. Sie ist noch in der Stadt. Bitte beruhigt euch. Ich muss mit der Kommandantin der Wächter sprechen. Kommandantin, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Aber ich befürchte, wir können nicht mehr viel tun. Was ist geschehen? Vor einigen Nächten sind Scharen grauenhafter Kreaturen aus der Tiefe in die Stadt geströmt. Sie haben Seuchen verbreitet und alles vernichtet, was sie berührt haben. Und bei Sonnenaufgang hat dann die restliche dunkle Brut angegriffen. Kommandantin, es ist zu spät. Amaranthine ist verloren. Solange die Stadt noch steht, ist sie auch nicht verloren. Habt ihr verstanden? Die Gebäude mögen noch stehen, aber es wird kaum noch Überlebende geben. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, seit diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ihre Verderbtheit ist äußerst ansteckend. Schon am ersten Tag ist ihr mindestens ein Stadtviertel zum Opfer gefallen. Marshall, einer der dunklen Brut nähert sich. Allein. Bogenschützen, schaltet ihn aus. Friede, nicht töten, nur reden. Der Architekt hat eine Nachricht für den Grauen Wächter. Haltet euch zurück, Marschall. Ich will wissen, was er will. Wie ihr wünscht, Kommandantin. Die Armee der Mutter. Sie marschiert nach Vigils Wacht. Sie greift an. Jetzt. Der Architekt, er schickt mich, um euch zu warnen. Ihr müsst die Wacht retten und dann die Mutter in ihrem Versteck töten. Vigils Wacht wird angegriffen. Warum wurdet ihr geschickt, um uns zu warnen? Der Architekt wünscht sich das Vertrauen der Grauen Wächter. Er wünscht nicht, dass die Mutter Erfolg hat. Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es rechtzeitig zur Wacht schaffen, um sie zu retten. Und was ist mit der dunklen Brut, die noch hier ist? Sie wird auch bald nach Vigils Wacht gehen. Die Mutter, sie will die Wacht vollständig zerstören. Die dunkle Brut könnte recht haben. Wenn wir jetzt einfach aufbrechen, haben wir diese Armee im Rücken. Der Marshall sagt, die Stadt sei verloren. Ich sage, wir sollten sie zerstören. Wir sollten sie und die gesamte dunkle Brut darin niederbrennen. Dann soll es so sein, zerstört die Stadt? Nein, was ist mit den Leuten, die noch leben könnten? Ich werde Amaranthine nicht aufgeben. Amaranthine ist bereits verloren, Kommandantin. Wir dürfen nicht auch noch die Wacht verlieren. Oh, herrlich. Ich glaube an die Stärke der Festung, die ich aufgebaut habe. Kommandantin, wir können hier nichts mehr tun. Amaranthine ist verloren, die Wacht jedoch können wir noch retten. Es ist nicht rechtens, andere zu vernichten, nur um sich selbst zu retten. Ich bin nicht begierig auf den Anblick von Flammen, die in den Straßen wüten, aber das könnte unsere einzige Chance sein. Was ist, wenn wir noch jemanden retten könnten? Irgendjemanden? Dafür wäre ein Wunder nötig. Aber ich folge eurer Führung, Kommandantin. Wir können es uns nicht leisten, die Wacht und die Grauen Wächter zu verlieren. Und selbst wenn hier noch Menschen sein sollten, sind sie ohnehin verloren. Also überleg, jetzt werde ich selber mal erst überlegen. Wir haben ja Vigils Wacht an und für sich aufgebaut ohne Ende. Es sind Orgrim, es ist Enders da, es ist Sigrid da, es ist auf jeden Fall auch noch Leute da, die dort noch kämpfen könnten. Letzten Endes sind wir jetzt gerade hier in Amaranthine und bis wir da ankommen, könnte sowieso alles vorbei sein. Ich glaube, ich bleibe in der Stadt. Wollt ihr wirklich noch mehr unschuldiges Blut an euren Händen haben? Ich... Nein. Ich verstehe. Dann lasst uns dafür beten, dass die Wacht alleine standhält. Nein. Nein. Wenn ihr bleibt, bekommt die Mutter das, was sie will. Ah.
Was? Was euch betrifft, kämpft für uns und ich werde mich gnädig zeigen. Das ist doch ein Ding. Ich werde gehen. Ich werde tun, was der graue Wächter wünscht. Gut, widmen wir uns Amaranthin. Die dunkle Brut ist niemals so gut organisiert, wenn sie auf sich allein gestellt ist. Irgendetwas muss sie anführen. Wenn wir sie dieser Führung berauben, können wir uns auf die Suche nach Überlebenden machen. Viel Glück. Und möge der Erbauer über uns alle wachen. Ich habe jetzt dunkle Brut auf meiner Seite. Das Spiel speichert sich. Ich pausiere es auch mal eben, weil ich denke, wenn mich das Spiel hier speichern lässt, ich hier einen Schnitt machen werde. Oder, nee, komm, ich will jetzt weitermachen. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber ich möchte jetzt hier weitermachen. Ich will wissen, ob das ein Fehler war. Komm her, dunkle Brut. Ich weiß nicht, ob das falsch war von mir. Oder nicht? Ich werde jetzt hier die dunkle Brut komplett vernichten, die ich hier finde. So, na los, kommt her. Ah, das ist der gute... sag schnell, Gerechtigkeit, der da irgendeinen Zauber auf mich legt. Und du kommst aus dem Nichts, lieber Kreischer. Mach mal hin, Radegundes. Mach ihn platt. Den Leuten geht's noch gut. Das ist schön. So, nächster. Komm her, Schlüpfling. Und wieder ein Kreischer hinter mir. Hallo Kreischer. Stirb. Stirb. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Da, Hurlock Gesandter. Du kriegst mal das Mal. Und dann, mein Guter, wirst du geplättet hier. So, hier steht eine ganze Menge Hurlocks. Warte, warte, warte. Da habe ich doch was Feines für euch. Jawoll, brennt. Radegundes, wo gehst du hin? Sie steht unter irgendeinem Bann. Ist hier noch irgendwo ein Gesandter? Nein. Hier ist kein Gesandter. Weiter geht's. Hallo Oger. Leider habe ich für dich keine Möglichkeit mehr, hier, los, ran da, Radegundes. Und das war's auch mit dem. Was sind das für Geräusche? Sind das diese Wabbeldinger da? Selbstverständlich. Kommandant der Stadtwache. Haben wir jetzt die Stadt befreit oder? Nein, noch nicht. Es wird noch weiter gekämpft. Hallo Gesandter. Was hältst du denn von dem Mal? Ich denke, das schafft ihr. Ich kümmere mich da hinten um den nächsten. Oh, ich sehe ihn nicht. Da steht mir zu viel drumherum. Los geht's noch. Hier. Gerade noch rechtzeitig. Haben wir es geschafft? Haben wir es tatsächlich geschafft? Das könnte ich hier nur alles plündern. Aber ich glaube, dass wenn überhaupt, dann mache ich das offscreen. Ich bin mal gespannt, was jetzt der Kommandant noch dazu zu sagen hat. Können wir mit dir sprechen? Kommandant? Grauer Wächter,
Wir erhalten Berichte über eine weitere Welle der dunklen Brut, die sich der Stadt nähert. Sie werden binnen eines Tages hier sein. Dann müssen wir vorbereitet sein. Die meisten Überlebenden haben in der Kirche Zuflucht gesucht. Die Miliz hat dort ein Hauptquartier errichtet. Dort könnt ihr euch ausruhen und eure Vorräte aufstocken. Meine Männer und ich suchen in der Zwischenzeit nach weiteren Überlebenden. Macht das, Hauptmann. Es wird geladen. Was wird geladen? Oh, wir sind jetzt automatisch in die Kirche reingekommen. Das ist auch schön. Hölzerner Schild etc. pp. Ich glaube nicht, dass ich hiervon irgendetwas haben will. Kommandantin der Wächter, komm schnell! Die dunkle Brut bricht noch immer durch! Sind die Tore denn nicht geschlossen? Die Tore sind nicht das Problem, sie kommen aus dem Gasthof! Was könnt ihr mir... Könnte sie im Gasthof gewollt haben? Diese Verbrecher, die mich reingelegt haben. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr sie nicht aufhaltet, sind wir alle tot! Ich kann euch nichts versprechen, aber ich werde tun, was ich kann. Der Erbauer möge euch segnen, Kommandant. Wie immer. Das heißt, hinaus. Glasrick, der Waffenschmied. Ach so, das sind die Verkäufer von draußen, die mir quasi Sachen verkaufen können. Gib mir mal die Feuerpfeile, das finde ich gut. Alle 99 kaufe ich dir ab. Die kriegt mein... Kaufen. Ach, der hat unendlich viele oder habe ich sie jetzt nicht gekauft? Das ist ja komisch. Inventar. Tatsache, der hat unendlich viele. Das finde ich ja witzig. Hier, Nathaniel. Ich glaube, ich könnte mich mit noch mehr eindecken. So, ich werde euch jetzt sagen, was ich jetzt machen werde. Ich denke, ich mache jetzt hier einen Schnitt, weil dieser Kampf scheint noch richtig lange zu gehen, auch wenn ich jetzt echt einfach Bock hätte, weiterzumachen. Aber dann wird die Folge länger und länger und länger. Und hier scheint es mir ein guter Zeitpunkt, einen Schnitt zu machen. Von daher bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn wir denn weiter Amaranthin vor der dunklen Brut retten. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Tschüss!